Ja, jetzt habe ich hier Rahel Richter. Sie ist Sängerin und Referentin. Hallo Rahel. Hallo Tina. Du heisst ja noch nicht so lange Richter, oder? Ja. Hast du eigentlich gerade geheiratet oder eben nicht können heiraten? Wie ist das gegangen jetzt für dich in dieser Zeit gerade? Ja, das war eine spannende Geschichte. Wir hatten unsere Hochzeit geplant in der Woche, wo dann am Montag der Lockdown ist passiert. Und da Schlag auf Schlag, schon die Woche vorher, ist irgendwie mehr weggebrochen von unseren Plänen. Mhm. Zuerst musste der Pastor absagen, weil er in Quarantäne in Deutschland musste. Dann hat es geheißen, nur noch maximal 100 Leute, haben wir gefunden, gut, machen wir halt nur mit den glatten Gästen, Hochzeitsfest, Trauung und so. Dann hat es geheißen, die Grenzen von Deutschland sind geschlossen. Und die ganze Familie und Freunde von meinem Bräutigam konnten nicht mehr kommen. Und dann am Montagmorgen, am 16. haben wir selber entschieden, weil wir sagen, gar nicht, dass das wird kommen. Okay. Dass wir es absagen und verschieben. Und dazwischen war ganz viel Stress, mit Leuten informieren und wieder anders informieren und noch einmal anders informieren. Ja. Es war also sehr speziell. Sicher eine grosse Herausforderung jetzt in dieser Zeit. Ja, sehr unvergesslich geblieben. Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber zivil hat er jetzt von Kurat und ein Fest gibt es noch. Genau, das haben wir verschoben. Gut. Auf den Herbst und hoffen, dass es dann klappt. Ja, genau. Ja, hat es auch Positives jetzt gegeben? Oder was hat dich dankbar gemacht, besonders in dieser Zeit jetzt? Also, Positives gibt es ganz Haufen. Zum Beispiel ist es natürlich mega schön, dass wir jetzt einfach durch den Lockdown viel Zeit hatten miteinander. Die Liebe wir jetzt geniessen, weil die ist ja beständig. Ja. Wir wohnen in der Wege, zu dritten. Ja. Und haben uns auch gerade so zu dritten gut aneinander gewonnen. Mhm. Und obwohl wir die Flitterwoche natürlich absagen mussten, die wir geplant hatten, haben wir noch 7 Kilometer von daheim ein Berghütli gefunden, wo wir können, eine Woche. Okay. Also ganz viel Grund in allem Chaos in Not, zu sagen, merci. Du hast es gut gemacht. Mm-hmm. Ja, du vertraust ja eben auf Gott, oder, der dir Kraft gibt. Hast du viel gesungen jetzt in dieser Zeit? Ja, schon. Genau. Kraft gegeben, ja. Mm-hmm. Ja. Ja, du tust deine Stimme auch einsetzen für Menschen, die es nicht so gut geht. Kinder in Armut. Du bist auch für Compassion als Botschafterin unterwegs. Du hast ja auch viel... Gibst viel Referat eben mit Singen verbunden. Mhm. Und da gibt es ganz viele, die es eben lang nicht so gut haben wie wir. Oder? Und du hast 2 Patenkinder, Mädchen in Äthiopien und den Philippinen. Richtig, ja. Bist du schon auf Besuch gewesen dort? Ja. Rachel auf den Philippinen bin ich gewesen, besuchen, vor ein paar Jahren. Ja. Und das ist für mich sehr... lebensverändernd gsi. Schauen wir doch gerade mal schnell rein, wie das dann war. Beim Besuch meiner Patenkinder auf den Philippinen hat es mich besonders berührt zu sehen, dass alle Kinder und Mitarbeiter in den Compassion-Zentren eine grosse Liebe und Dankbarkeit für uns Paten haben, obwohl sie uns vorher noch gar nicht kennt. Ich habe erlebt, dass ich als Patin mit Gottes Hilfe den entscheidenden Unterschied ausmachen kann zwischen einem hoffnungslosen Leben und einem mit enormer Perspektive und grossem Potenzial. So schön. Mega. hat sie berührt. Ja. Sehr. Es ist einfach, die Armut ist unvorstellbar. Ich habe sehr lange gebraucht, bis ich ohne schlechtes Gewissen wieder in meine Wohnung hineinlaufen konnte. Was alles wir haben. Und das hat dich auch dazu bewogen, deine Stimme auch einzusetzen für Kinder in Armut. Ja, es ist sicher einerseits das Bewusstsein, wie gut dass es mir geht. Und wie viel Grund ich habe, um dankbar zu sein. Ich hatte auch Krisen in meinem Leben. Tiefe Lebenskrisen. Sehr viel unter Minderwertigkeit gelitten. Und habe aber auch erlebt, wie befreiend das ist, wenn man Jesus kennenlernen darf und mit ihm darf leben. Und ich glaube, dass das, was Compassion macht, einfach das zusammenbringt. Einerseits den Menschen in der Armut wirklich zu begegnen und zu unterstützen, Unterstützung zu geben. Aber eben auch das bringen und anbieten, was letztlich am nachhaltigsten von allem hilft und tröstet
und kann frei machen. Der Glaube an Jesus Christus. Ja, und beständig ist über alles. Ja. Genau. Ja, du hast gesagt schon, du hast jetzt in dieser Zeit auch viel gesungen, hat sicher dir selber auch schon mal Kraft gegeben. Hat es neue Lieder gegeben so in dieser Zeit? Ja, ich bin ein bisschen am Texten, aber jetzt gerade etwas fertig gemacht, nein, nicht. Aber du nimmst uns mit in ein Lied von dir. Ja, sehr gerne. Ja. Das habe ich ein Stückchen zurückgeschrieben, aber es ist noch unveröffentlicht. Und ich glaube, es passt. Wow. Gerade sehr gut. Wie heisst es? In diesem Moment. Es hat noch gar nicht wirklich einen Titel. Okay. Am besten einfach hören. Ja, lassen wir uns überraschen. Zerbrochenheit schreibt er seine Geschichte mit mir. Aus den Scherben von meinen Träumen baut er seine Vision. Aus dem Scheitern führt er mich zum Sieg. Aus Leid und Tränen steigt mein Lied auf zu ihm. Jeden Tag und jede Nacht hab ich fest an dem Gott. Ich singe ihm mein Lied und danke ihm. Jeden Tag und jede Nacht hab ich fest an dem Gott. Ich singe Gott, ich
singe ihm mein Lied und danke ihm. Jeden Tag und jede Nacht, Happy Fest an dem Gott. Wow, das ist balsam für die Seele. Wunderschön. Danke vielmals.